So, ihr habt... Warte mal, ich muss mich ganz kurz einmal konzentrieren. Aber ich sage euch... Nee, aber ich habe aber. Oh. Den ersten Teil habt ihr gesehen oder gehört. Im Idealfall beides. Der war schon sehr intensiv. Ich sage euch, im zweiten Teil geht es genau so weiter. Viel Spaß. Es gibt ja eine so eine Parallele, ich weiß nicht, oder ob du da eine Parallele siehst. Mario Götze in der Saison 2013, 2014 ist er für 37 ja. Millionen zu Bayern gewechselt. Ja, ja. Würdest du das jetzt so im Nachgang, hast du dich in ihm gesehen? Oder konntest du dich in ihn reinversetzen? Oder das konnte ich, glaube ich, ganz gut, ja. Ja. Das konnte ich, glaube ich, ganz gut. Und ich bin wahnsinnig froh und mich freut es extremst, dass der Mario uns zum Weltmeister geschossen hat. Ja. Weil ich so für mich denke, hey, was hat man dem auch Unrecht getan? Das war doch Wahnsinn, oder? Auch diese Medien, wie die draufgelatzt haben, ja, da ohne ja. Ende. Und das, dass wir Weltmeister geworden sind durch sein Tor, ja. Das wird für die Ewigkeit stehen bleiben. Ja. Das war er nun mal. Und ich mag den Fußballer Mario Götze extrem. Ich finde den klasse, ich finde das ein begnadeter Spieler. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber so wie ich ihn durch Interviews sehe, glaube ich, ist das ein extrem bodenständiger, sympathischer Kerl und ja. ich finde den klasse. Ist er jetzt auch wieder, ich meine, er hat ja jetzt vor kurzem ein Interview gegeben, da haben sie gefragt, warum kommt jetzt wieder so diese Energie, warum spürt man jetzt wieder eine Freude in deinem Spiel? Er sagt ja, ich habe den Spaß wiedergefunden. Ja. So, ne? Und das ist ja. natürlich auch genau die Aussage, was du ja vorhin schon gesagt hattest, ne? Mit diesem Wohlfühlen, mit diesem einfach rausgehen ja. und das Gefühl haben, ich bin unbesiegbar. So, und das hatte er natürlich dann bei Bayern dann lange Zeit nicht mehr. So, ne? Nee, weil Bayern ist natürlich ist halt eine andere Welt. Dortmund ja. ist mit Sicherheit ein wahnsinnig guter, toller, großer Verein auch. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Mario Götze hat man kennengelernt damals in Gelb. Und mein erstes Gefühl, mein erster Eindruck war, wie der bei Bayern, so die ersten Bilder im roten Trikot, da habe ich gedacht, boah, das ist nicht dem seine Farbe. Da passt er nicht rein. Mhm. Also nicht, dass ich ihm das fußballerisch nicht zutraue, weil da ist er weit über anderen gewesen auch ja. noch, weil es einfach ein begnadeter Fußballer ist. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, schwierig. War das dann für dich, also wenn du jetzt dann mit Rückblick auf deine Karriere, war das ein Fehler, zu Bayern München zu gehen? Oder? Nee. Nee, weißt du, stell dir mal die Frage selber, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest. Ich wäre barfuß hingelaufen. Ja, ich genauso. Ja, also sofort Schuhe aus und los, gesprintet wäre ich. Und genauso ein Fehler ist es auch, meiner Meinung nach, von Medien, die über einen Spieler, der vielleicht nur ein, zwei Jahre bei Bayern war, ja. schreiben, er ist gescheitert. Mhm. Wo ich denke, hey, der war bei dem Verein in Deutschland, ja. in Europa, auf der Welt. Da kann man doch gar nicht scheitern. Ja. Und ich erzähle das auch gerne mal in Vorträgen, wo ich sage, jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt ein Spieler, der von klein auf trainiert. Wir wissen beide, was das an Verzicht mit sich bringt, was das an Willen, an Ehrgeiz, an Leidenschaft vorausgesetzt sein muss, um überhaupt dahin zu kommen. Jetzt kommt da mal einer hin für, ich sage mal, zwei Jahre und hat vielleicht in den zwei Jahren 14 Einsätze. Ja. Wo man generell schnell dazu geneigt ist zu sagen, naja, ist wenig. Das mag für einen Außenstehenden und speziell für Medien sein, dass die dann schreiben, der hat versagt, der hat sich da nicht durchsetzen können. Und der Spieler selbst denkt aber vielleicht, hey, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe 14 Einsätze gehabt, ich war bei meinem Verein. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Weißt du, die Wahrnehmung, die von außen dann natürlich durch die Medien geht und die Leute dich dann wahrnehmen als, naja, der hat ja... Aber alleine da, also bei Bayern, wenn man zu Bayern kommt, kann man nicht scheitern. Ja.
Finde ich, weißt du. Du kommst ja auch immer wieder weg. Also so dann, ja, meine, klar, ja, kannst du vielleicht sagen, es ist ja auch alles spekulativ. Du kannst ja auch durch die Decke schießen, ja, und wirst ja der Superstar. Ne? Meine, ja, also, und Bayern, es gibt, für mich auch, es gibt keinen besseren Verein. Also es wäre cool gewesen, wenn sie mal angerufen hätten. Mhm. Haben sie aber nicht. Ja. Wobei Effe mal gesagt hat, Mike, glaube ich ihm, weil ich habe, ja, da haben die ja Tobi Rau geholt. Ich hab dem Uli gesagt, holt nicht den Rau, holt den Franz. Ja. Er sagt so, Effa, du bist geil. Das war geil. Aber ja, er hat nicht angerufen. Ja, ja. Nee, Effa ist ja dann auch bei uns von Bayern nach Florenz gegangen damals und ging dann wieder zurück nach Gladbach. Und da hat er auch Rolf Rössmann, leider auch schon verstorben, seit einigen Jahren, toller Mensch gewesen, super Typ. Auch da hat Effe damals zu Rolli gesagt, Sternkopf, den müssen wir holen. Geil. Den müssen wir holen. Und der hat drauf dann gehört, siehst du? Er hätte mal drauf gehört, ey, und schade. Und dann war es für mich irgendwie, weißt du, es war auch schade eigentlich, weil ich habe damals, 95, meinen Vertrag bei Bayern München gekündigt, weil der sich sonst verlängert hätte. Okay. Bayern ging davon aus, dass ich bleibe, weil sie gesagt haben, ey, wir möchten, wir haben ein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, hier, das hat mit dem Verein nichts zu tun. Ich muss raus aus dieser Stadt, aus dieser Wichtigkeit, aus diesem Druck. Ich muss mal wieder atmen. Ich komme damit nicht mehr klar und ich will was Neues machen. Und da war aber mit Gladbach das noch nicht fix und so. Und dann bin ich nach 5 Jahren auch noch gar nicht verabschiedet worden. Also beim letzten Spiel, ein paar Spieler haben Blumenschreuse gekriegt und ein paar nette Worte und so. Und bei mir hieß es dann abends auf der Abschlussfeier, naja, der bleibt ja auch noch. Ja. Ne? Und das tat ich dann aber nicht. Und Jahre später, wie ich meine erste Hüftoperation hatte, das war im Jahr 2002 oder so, ja, 2002, hat mich Mehmet abgeholt aus dem Krankenhaus. Ich bin in München operiert worden. Und hat er gesagt, komm, wir fahren in ein Restaurant. Uli ist mit seiner Frau da und ein paar Freunde noch von ihm. Der freut sich auch, dich mal wieder zu sehen. Ja. Und das war so eine, habe ich gedacht, hey, cool, komm, fahren wir da hin. Und dann sagt Uli zu mir damals, dein größter Fehler in der Karriere war, dass du uns verlassen hast. Krass. Und war es auch für dich der größte, so im Nachgang, also war das der größte Fehler? Nee, weil ich habe dann zwar in dem Moment erstmal geschluckt und habe gesagt, danke, nehme ich mal als Kompliment hin. Ja. Und ich weiß ja, dass ich auch da hätte noch bleiben können. Ja. Sag ich, aber ich muss heutzutage eins sagen. Hätte ich 10, 12, 13, 14 Jahre bei Bayern München gespielt, ich hätte bestimmt nicht nur eine Meisterschaft dann, weil dann kamen ja die erfolgreichen Jahre auch wieder. Ich hätte bestimmt wahnsinnig viele Titel gehabt. Fakt ist aber auch, ich wäre meine ganze Karriere immer nur erste Klasse geflogen, beste Hotels, besten Autos, was auch immer gefahren. Gibt Schlimmeres, ja. Aber ich glaube, es ist auch nicht einfach dann, wenn du als Fußballer dann aufhörst, ins normale Leben wieder zurückzufinden. Damit haben ja die meisten Probleme. Also jetzt mal ganz ehrlich, aber das ist ja genau der Punkt. Ja, und ich habe zum Uli dann gesagt, Herr Hoeneß, pass auf, ich bereue es nicht, weil ich bin mit Freiburg abgestiegen. Ich bin mit Arminia zweimal abgestiegen, aber auch zweimal wieder aufgestiegen. Ja. Und ich muss sagen, die Erfahrung zu machen, am letzten Spieltag den Druck zu spüren, abzusteigen, der ist nicht zu vergleichen mit einem letzten Spieltag, wo es darum geht, ob du Meister wirst oder nicht. Ja. Also ja, du verlierst vielleicht dann eine Meisterschaft. Das haben wir 4 Mal in 5 Jahren. Aber abzusteigen, der Druck ist nochmal was anderes. Und das hätte ich nie kennengelernt. Und deswegen sage ich, ich bin froh um jede Erfahrung. Was noch dazu kommt, und das ist vielleicht auch so eine Sache, wie ich zu Bayern gewechselt bin vom KSC. Da gab es die Elisabeth Hoffmann bei Bayern, die hat den Spielern Wohnungen gezeigt, Häuser gezeigt, je nachdem, ob du Familie hattest oder was du halt. Du hast ein Auto gestellt bekommen, musstest dich um nichts kümmern. Ich bin in einer Familie groß geworden, also mit meinem Bruder. Tolle Eltern, die besten Eltern, sehr behütet aufgewachsen, die haben alles für einen getan. Dann gehst du aus dem Elternhaus raus, gehst zu Bayern München. Da wurde dann noch mehr für mich getan. Das heißt natürlich auf der einen Seite sehr schön, sehr angenehm, auf der anderen Seite völlig unselbstständig. Ja. Du wirst völlig unselbstständig. Dann wechsle ich 95 zu Mönchengladbach.
Da war keine Elisabeth Hoffmann, die dir dann Wohnungen zeigt. Wo ist Elisabeth? Hey, wo ist Elisabeth? Wen habt ihr denn hier? Nein, da kümmerst du dich dann selber. Das ist auch kein Problem. Dass, ja. Also ich war mir da, nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass ich mir da zu groß, zu schön oder sonst was vorkam. Ja, ist ja eine aber Gewöhnungssache. Ich konnte man es sich ja gar nicht. Genau. Ich konnte es gar nicht. Dann stehst du da, ein Auto, sage ich mal, jetzt dir zu kaufen, war nicht das Problem. Das Problem war aber, das Auto anzumelden. Ich habe noch nie ein Auto anmelden müssen, ja. Weil mit 18 hat es mein Vater für mich gemacht. Von 20 bis 25 warst du bei Bayern, da hast ja. du immer ein Auto gestellt bekommen. Und dann kommst du nach Gladbach, hast keine Wohnung, wohnst erstmal im Hotel, das war noch alles okay. Aber Wohnung, Wohnung, ja, okay. Dann hast du dir eine Wohnung irgendwann gemietet? Puh. Festnetztelefon, wo melde ich denn das an? Weißt du, so die ganz normalen Dinge, wo du als 25-Jähriger schon mal Meister geworden bist, die Leute dich da draußen als den Hero sehen. Und du stehst dann da wie so ein kleiner Vollidiot und kriegst kein Auto angemeldet oder hast Angst davor, weil du ja. nicht weißt, wo du hin musst, kriegst dein Festnetz oder du bist sowas von weit weg von der normalen Welt. Aber das ist ja, aber das finde ich, aber das ist schön, dass du das sagst, weil das verstehen ja viele Leute, also der normale Zuschauer oder Zuhörer, der uns jetzt zuhört, versteht es ja gar nicht. Der sagt ja, was erzählt denn der da? Ehrlich, ja, aber die lernen das mit 18, 19, 20. Ja, aber ich verstehe das voll, also ich kann also voll nachvollziehen und ich sage ganz ehrlich, deswegen haben auch ganz viele Spieler Riesenprobleme, wenn die Karriere zu Ende ist. Mhm. Weil dann sind die Berater weg, dann ist halt auch dieses Ganze, du hast ja diese strukturierten Abläufe. Mhm. Und dann der normale Mensch, der sagt dann, die haben Probleme, die Probleme möchte ich auch haben. Mhm. Aber es ist nicht einfach. Wenn du Mitte 30 bist oder Anfang 30 und auf einmal kommst du in die normale Welt. Ja, ja. Wir sind ja in einem goldenen Käfig im Fußball. Also muss man ja mal sagen, die wird ja alles abgenommen. Das beginnt bei der B-Jugend. Die haben einen eigenen Zeugwart, die haben einen Masseur. Das ist ja jetzt noch viel schlimmer geworden. Diese Unselbstständigkeit im Fußball, die ist ja Wahnsinn. Muss man, es ist einfach so. Und deswegen ist das halt, verstehe ich das voll. Und ganz viele haben damit ein Problem. Ich saß vor ein paar, also bin ja jetzt seit 21, 14, 7 Jahren jetzt auch schon raus. Mhm. Und dann saß ich irgendwann mit 32, saß ich in Österreich an der Bar und da war der Richard Gulz. Mhm. Und Richie hatte dann schon länger aufgehört. Und ich habe das aufgesaugt, was er mir erzählt hat, diesen Übergang, weil er bei mir kurz bevorstand. Mhm. Und ich bin ein bodenständiger Typ, sehr gutes Elternhaus. Mhm. Und immer relativ bescheiden. Ab und zu mal was gegönnt, ja klar. Mhm. Aber das war für mich eine riesen Umstellung. Also von Monatsgehälter, die vielleicht sogar teilweise sechsstellig waren. Mhm. Und jetzt sollst du arbeiten für 3.000 Euro oder 3.500 Euro, was ja ein gutes Gehalt ist, die ganze Woche von morgens bis abends. Mhm. Das war für mich so weit weg. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Das war krass. So, und jetzt beschreibst du genau das Gleiche. Ja, weil Bayern war natürlich da schon auf einem anderen Level, aber das ist nicht einfach. So, und da werden viele alleine gelassen, finde ich. Ja, vor allem ist es natürlich materialistisch gesehen, sage ich mal, der Unterschied, den du gerade gemacht hast bezüglich Gehalt. Dann, was ich vorhin gesagt habe, der Applaus bleibt aus. Ja. Dann kommt aber noch dazu, wenn du mit Fußball aufhörst, egal was du danach machst, ist es ja komplett was Neues, ein anderer Beruf. Ja. Und natürlich heißt es immer, naja, aber was sie alles verdient haben oder sonst was, aber darum geht es jetzt in dem Moment einfach mal nicht. Wenn jetzt heutzutage ein Bankkaufmann 15 Jahre in seinem Beruf arbeitet und dann irgendwann macht er den Beruf nicht mehr und wird Handwerker. Oder egal was er wird, er muss einen neuen Beruf erlernen. Ja. Mit jeder Veränderung tun wir Menschen uns nun mal schwer. Haben wir erstmal Angst. Oh, was kommt? Schaffe ich das? Kann ich das? Ist irgendwas peinlich? Ich habe Fragen. Ich kenne mich gar nicht aus mit der neuen Situation. Ja. Und das steht natürlich auch jedem Fußballer bevor. Ja, ja. Ich habe auch am Ende der Karriere, die letzten 2, 3 Jahre, wo du weißt, okay, jetzt geht es vielleicht dann auch doch nicht mehr so lang. Machst du dir, glaube ich, die gleichen Gedanken wie jetzt 15-, 16-, 17-Jährige, die mit der Schule fertig sind? Ja. Was mache ich mal beruflich? Ja. Die haben auch Angst.
die haben auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, da können keine Praktikas gemacht werden, und jeder Schüler denkt, hey, was mache ich mal? Ich habe überhaupt keine. Hast du dich darauf vorbereitet Erfahrung? Dann auf dein Karriereende dann? Konntest auf du dich mein drauf vorbereiten? Karriereende konnte ich mich eigentlich, ich wollte eigentlich länger spielen und dann war es aber verletzungsbedingt, was mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Damals habe ich dann gesagt, hey, ein Glück ist vorbei und ich habe ja die Möglichkeit gehabt, dann beim OFC nahtlos überzugehen in die Geschäftsstelle und da gleich weiterzuarbeiten. Und habe gedacht, boah, ich weiß noch, wie stolz ich war damals, wie gut das getan hat, aufgehört haben, Fußball zu spielen. Und dann mein Schlüssel, das war für mich so, jetzt gehöre ich dazu, meinen Schlüssel von der Geschäftsstelle zu haben. Mhm. Weißt du, einen eigenen Schlüssel. Ich gehöre dazu, ich bin jetzt beim Verein und das ist jetzt mein neues Team. Ja. Das tat mir total gut. Zum einen, weil ich gleich einen Job hatte, nicht groß irgendwie rumhängen und überlegen, ja, was machst du jetzt? Und das tat schon gut. Bin ich im OFC auch nach wie vor dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte damals. Was war denn dein größter Fehler, wenn du das jetzt so, du bist jetzt 50 Jahre, was war denn dein größter Fehler rückblickend, vielleicht dann in der Profikarriere, aber auch gerne privat? Also was würdest du da sagen? Puh, größter Fehler. Ich tue mich schwer zu sagen, dass es Fehler war. Vielleicht wäre es besser ausgedrückt, was war deine größte Erfahrung, die du gesammelt hast? So rum, Weil dann ist es nicht so ein Fehler, negativ, sondern Erfahrung. Die größte Erfahrung war natürlich damals vom KSC zu Bayern München zu wechseln. Okay. Beim KSC, da waren ein, zwei Leute von den Medien. Ein-, zweimal die Woche beim Training. Nach München kommst du hin, da war jeden Tag, waren da drei Fernsehkameras, da waren fünf Tageszeitungen. Das hat mich erschlagen damals. Sat.1 hat mal eine Home-Story mit mir gemacht, werde ich auch nie vergessen, da waren wir im Englischen Garten. Mhm. Ein Interview gemacht, das ging alles noch, weil da war nicht viel los. Und dann sagte damals der Moderator, er wird jetzt gerne mit mir noch in WOM fahren, World of Music damals, diese CD-Läden und so, nach München rein. An Hardrock-Regal hin, weil das so meine Musik war damals. Und da wird er auch gerne noch ein paar Aufnahmen machen. Ich habe damals schon, in so Situationen fühlst du dich dann alleine, weil ich habe nicht gelernt, Nein zu sagen. Ich habe nicht gelernt, damals mich abzugrenzen und zu sagen, hey, nee, bis hierhin, wir haben das jetzt hier gemacht. Ich habe mich verpflichtet gefühlt, zu sagen, ja gut, okay, dann fahren wir dahin. Okay. Jetzt kommen wir dahin in den WOM. Der war gerammelt voll. Sat.1 mit einer Riesenkamera, mit riesig Licht, komplett auf mich drauf. Ich habe mich da alles andere als wohl gefühlt. Mhm. Weißt du, ich mochte nie, dass jeder auf mich guckt oder ich habe da Druck gespürt ohne Ende. Und das waren Herausforderungen so neben dem Platz. Fehler. Ich meine, natürlich, wenn wir jetzt mal, jetzt hatten wir gerade neulich den Fall, wie der Spieler von Mönchengladbach, Thuram, wie er sich dazu hinreißen hat lassen, seinem Gegenspieler ins Gesicht zu spucken. Ja. Ja, wir sagen alle, das Hinterletzte. Wir denken an Frank Rijkaard, wie er das bei Völler gemacht hat damals. Und jetzt will ich aber auch mal für Thuram oder für andere, denen das einfach mal passiert, eine Lanze brechen, weil ich sagen muss, mir ist das auch passiert bei einem Spiel in Berlin. Ich weiß nicht mehr, welcher Mitspieler. Und das sind Fehler. Das sind Dinge, die man nach dem Spiel schon bereut. Und das sind auch Dinge, die man keinem plausibel erklären kann, warum das passiert. Mhm. Der nicht da unten mal auf dem Platz gestanden hat, der nicht weiß, wie es ist, in der 90. 1-0 zurückzulegen, anzulaufen, die Fans gegen dich zu haben, was das Adrenalin und Emotion bedeutet, dass du dich dann, wenn du ganz, ganz, ganz sensibel bist, von jemandem noch provoziert wirst, dich hinreißen lässt dazu. Das hat damals, da gab es keine 12, 14 Kameras pro Spiel, pro Stadion. Niemand mitgekriegt, aber ich habe dann neulich nur bei Facebook eine Diskussion verfolgt, wo es eben auf Thuram, wo eingeschlagen worden ist und auch von einem Bekannten von mir,
dem ich dann privat geschrieben habe, ey, pass auf, lasst uns alle nicht mit dem Finger auf andere zeigen und schon gar nicht jetzt hier auf Dürham. Ja, das ist passiert. Ja, das ist nicht in Ordnung. Aber es sollte sich jeder mal an die eigene Nase fassen. Nicht, ob man vielleicht jemand anders schon mal ins Gesicht gespuckt hat, aber wir haben auch schon vielen anderen sehr, sehr Unrecht getan, sehr weh getan. Und mir ist es selber passiert damals und deswegen, es weiß keiner, wie es ist, da unten auf dem Platz zu stehen. Das kann halt keiner. Klar, also wir entschuldigen das ja nicht. Also du sagst ja jetzt nicht, ey, das ist doch okay, jetzt jemanden mal auch anzuspucken. Genau, ne? Entschuldigen nicht, machst aber ich nicht. Sage, es kann aber, jedem von uns passieren. Ja, weil es sind halt außergewöhnliche Situationen, so wie du sagst, wenn ich mich manchmal gesehen habe, ich auch sage, oh mein Gott, ey, was mache ich, das habe ich denn da gemacht, ey? Da habe ich mir gedacht, so, oh mein Gott, der ist ja voll gestört. So. Aber das war ich. So, ja, ne? Und dann natürlich sage ich dann, ey, das sind Fehler. Mann. Ich habe meinem besten Freund weggegrätscht und ich habe mich nicht mal entschuldigt in dem Moment. Bin einfach dann aufgestanden, bin weggelaufen. So, ne? Der hat einen Bänderriss gehabt. Der hat danach 2 Monate nicht mit mir gesprochen. Ja. Völlig zu Recht. Ja. Ja. Weil ich habe ihn weggegrätscht und bin dann einfach, wollte cool sein, wollte dann allen zeigen, hey, hier nicht in Karlsruhe. War gegen Braunschweig. Ja. Und dann bin ich aufgestanden, bin nach hinten gelaufen. Oh, wer war der Spieler? Der Benjamin Freund? Siegert. Okay. Das war so einer meiner engsten Freunde mit. Und, ja, aber das war dein Druck, dass dir vielleicht vom Verein oder die Fans sagen können, guck mal, der ist mit dem befreundet, der geht da nicht. Das wussten die nicht, aber ich würde dann halt zeigen, ey, ich bin stark Iron Mike . Aber es war ein Riesenfehler, mich da nicht zu entschuldigen, bei meinem Freund manchmal zu entschuldigen. Ne? Ja. So, und da sage ich so, ja, das war natürlich nicht cool. Und genau so, wie du das sagst, natürlich ist es nicht geil, jemanden anzuspucken. Mhm. Du bist aber in Situationen, die kaum jemand nachvollziehen kann, weil es ist halt, es sind 60, 50, 60, 1000 da und das ist halt, da brauchst du auch brutal mentale Stärke. Ja, dann können wir dieses Thema Fehler, das ist spannend, also können wir aber auch dann, ich habe noch 2 kurze Entscheidungsfragen dazu. Bist du jemand, der kurzfristig abhakt oder langfristig hadert mit Fehlern? Heutzutage, Gott sei Dank, kurzfristig abhakt. Schön. Früher habe ich lange gehadert, hauptsächlich dann, was auf dem Platz passiert ist. Ich weiß noch eine Situation, wo, ich glaube, das war mit dem KSC noch, da haben wir in Frankfurt gespielt. Ich bin alleine 30, 40 Meter durch den Konter, alleine auf Uli Stein zugelaufen und habe den nicht gemacht, habe das Tor nicht gemacht. Und wenn ich heutzutage überlege, wie lange ich an diesem Ding zu knabbern hatte und gesagt, boah, wieso hast du den nicht? Und da brauchst du eben in diesen jungen Jahren die mentale Stärke, am besten sowas direkt abhaken und sagen, komm, die nächste Chance kommt. Und genauso ist es im Leben. Wenn irgendwas misslingt, abhaken, wir können es nicht ändern. Versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen. Mehr können wir nicht tun. Ja, das ist eine sehr gute Einstellung. Also habe ich mir auch antrainiert, habe ja dann auch seit 2006 auch einen Mentalcoach dann gehabt, als ich dann 25 war. Und ich habe es mir also antrainiert. Also wirklich so dann zu sagen, okay, Sachen, die passiert sind und die ich nicht ändern kann, abhaken. Ja. Also haben wir vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, ich habe viel Geld verloren durch falsche Entscheidungen. Durch falsche Freunde. Falsche Berater auch und viel Geld verloren. Aber jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, oh scheiße, boah, das ist so viel Geld. Oder ich sage einfach, ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Ich kann diesen Fehler, ich darf ihn einmal machen, sollte ihn aber kein zweites Mal machen. Das und stimmt. Das ist ja dann das so. Und abhaken, Fehler machen dürfen, aber kein zweites Mal machen. Also wenn man einen Fehler, den man gemacht hat, ein zweites Mal macht, dann bist du selber schuld und dann musst du nur dich hinterfragen. Das ist keine andere Schuld. Absolut. Also auch den ersten Fehler, sage ich mal, bist du im Prinzip schon schuld und bezahlst Lehrgeld. Ja, ich habe auch viel Geld verloren. Ich habe auch hier und da falschen Leuten vertraut. Ich glaube, es gibt auch, das hat nicht nur mit Fußballern was zu tun, was ich immer was einem dann so einigermaßen ich will nicht sagen von einem guten Gefühl sprechen, wenn andere auch über den Tisch gezogen werden, aber es gibt ja auch Banker, die sich weitaus mehr mit Finanzen auskennen als Fußballer und trotzdem manchen Leuten so dermaßen auf den Leim gehen, wo man sagt, ey, also lacht nicht über Fußballer, weil da gerne gelacht wird, weil da der Neidfaktor groß ist. Es gibt auch andere, die mal aufs falsche Pferd setzen. Das Schöne ist, ich muss heute auch sagen, hey, auch wenn man viel Geld verloren hat, es ist in Anführungsstrichen nur Geld.
Und das Geld ist ja nicht weg. Es hat nur ein anderer, der sich dann freut. Ja, richtig, sehr gut. Ja, ja. Nee, ja, natürlich ist das bitter und natürlich sind das auch Erfahrungen, aber das waren teilweise dann mehr menschliche Enttäuschungen, dass man gedacht hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass ich gedacht habe, hey, wie kann der? Ja. Also das Geld ist die eine Seite, aber das Menschliche, wo ich gedacht habe, ey, ich hab dem vertraut, ich hätte dem alles gegeben, so ungefähr. Oh Mann, ich weiß, was ich gerade denke, da sitzt mein Spiegelbild. Ehrlich, ja, und so, was meinst du, wie vielen Menschen es so geht? Nicht nur Fußballern, sondern menschliche Enttäuschungen durch sowas. Wer war deine größte Enttäuschung, wenn du das so sagst? Also wer hat dich da am größten enttäuscht? Da muss ich sagen, würde ich niemals einen Namen nennen jetzt. Ja, ist okay. Weil ich find immer so ein bisschen schwierig, wenn ehemalige, egal, wir sind beim Fußball, wenn Fußballer dann ein Buch rausbringen, wo dann irgendwo, ich habe mir vorgenommen, ich werde vielleicht irgendwann mal ein Buch schreiben, ab die ein oder andere Anfrage auch, aber momentan ist das für mich noch kein Thema. Aber eins weiß ich, dass ich weder in einem Interview noch in einem Buch irgendwo ein negatives Wort über jemanden verliere, dann lasse ich es lieber ganz weg, aber ich möchte nicht schlecht über andere sprechen. Nein, aber das ist ja auch cool. Ja. Zeichnet dich ja auch aus. So, ja. Ne? Also das ist ja schön. Ja. Fehler offen drüber reden oder mit sich selber ausmachen? Welcher Typ bist du? Heute auch deutlich offen drüber reden. Das ist das, was mich jetzt die letzten Jahre sehr von Druck, von Zwängen, von Angst befreit hat. Nämlich mit meiner Geschichte irgendwo in Vorträgen an die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, hey, ich habe die Probleme gehabt damals, ich habe auf dem Platz hin und wieder auch versagt, was mich aber nicht zu einem Versager macht. Ja, natürlich. Wir versagen alle mal. Ja. Und ich möchte den Leuten einfach sagen, hey, ihr glaubtet zwar, dass ich damals so der Hero und der Gladiator und die gehen da raus und die haben keine Gefühle oder sonst was, das sind Maschinen. Nee, wir haben auch Angst. Und natürlich habe ich auch Ängste gehabt teilweise, wenn wir ins Stadion gefahren sind und ich wusste, boah, wichtiges Spiel, war immer so ein zweischneidiges Schwert. Du wolltest spielen, wenn du in der ersten Elf warst, also jeder, boah, hoffentlich der erste Ball, Zweikampf, hoffentlich passt das alles, hast Druck gehabt ohne Ende. Wenn du nicht gespielt hast, warst du enttäuscht, hast aber nicht gleich den Druck gehabt. War auch irgendwie nicht auch schlecht. Ganz angenehm, ja. Ja, dann war natürlich der Druck umso größer, wenn du eingewechselt worden bist. Ja, weil dann musste ja auch was passieren, dann warst du gefordert. Und also generell alles nicht einfach. Ja, Michael, du hast gesagt, gerade über Fehler dann eher der Typ, dass du sagst, offen reden als mit sich selber ausmachen. Jetzt, dann heutzutage. Aber du hast dann 2011, hast du auch offen gesprochen. Mhm. 2011, du warst bei Kickers Offenbach, du hast es jetzt im Gespräch schon ein, zwei Mal angedeutet, dass du da auch lange gearbeitet hast. Mhm. Und du hast dann zu einem Thema offen gesprochen, was ja in der Öffentlichkeit, wo ja zu dem Zeitpunkt auch noch eine gewisse Scheu da war. Mhm. Du hast das Thema Burnout offen angesprochen. Mhm. Wie kam es denn dazu und wie hat sich denn das dann ergeben? Also das ist jetzt 10 Jahre her. Ich war, also angefangen hat das, ich sag mal, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, ich habe einen grippalen Infekt gehabt, ganz normal. Er hat mich eine Woche krank geschrieben, danach bin ich wieder hingefahren zu ihm und habe ihn nach einer Infusion gefragt, weil das kannteste als Fußballer, Magnesium, Calcium, ein paar Vitamine, tat immer gut fürs Immunsystem, weil ich mich einfach platt gefühlt habe. Und dann hat er mich gefragt, wie es geht und so, sag ich, das ist alles soweit in Ordnung, aber ich fühle mich müde. Und zu dem Zeitpunkt war bei ihm im Wartezimmer lag irgendeine Zeitschrift, wo ein paar Leute über Burnout berichtet haben und Symptome genannt haben. Mhm. Und ich saß im Wartezimmer und hab das durchgelesen und habe gedacht, das bin ich, 1:1. So wie du vorhin sagst, hey, ich sehe den Spiegel. Oder, da habe ich gedacht, alles genauso fühle ich mich. Kein Antrieb, keine Motivation, nicht mehr aufnahmebereit, nichts mehr hören wollen. Und dann
dann hat er mich, dann habe ich gesagt, also von dem ist alles okay, aber ich fühle mich platt. Und dann sagt er zu mir, darf ich Sie mal fragen, ich habe das Gefühl, Sie steuern auf den Burnout zu oder Sie sind schon mittendrin. Kann das sein? Und dann vor lauter Erleichterung sind mir Tränen runtergelaufen. Ich habe es weinen angefangen und war einfach nur froh, dass es ein anderer ausspricht, weil ich hätte mich wieder wahrscheinlich nicht getraut, es zu sagen, Mike, wir sind als Fußballer groß geworden. Wir sind, früher hörte man immer als Kind, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. Und ach, das tut doch nicht so weh. Und beißen, machen, Ehrgeiz. Dann noch als Mann in einer Fußballwelt. Ich kenne es nicht, dass da jemand über Schwächen spricht. Also ich habe keinen über Schwächen sprechen hören. Selber habe ich es natürlich auch nicht gemacht. Und oftmals hätte ich damals schon nach dem Spiel, wenn du interviewt wirst und gefragt wirst, Mensch, Herr Czernkow, warum war das heute nichts? Leistung war nicht gut. Und da hätte ich eigentlich schon öfter sagen müssen, wissen Sie, ich bin im Bus schon gesessen, ich war klitschnass geschwitzt vor Anspannung, vor Angst, dass ich heute auf dem Platz versage. Ich habe Angst gehabt und das hat mir die Beine gelähmt. Das war so. Und wenn das nicht gleich von Anfang an, deswegen habe ich vorhin gesagt, der erste Pass, der erste Zweikampf, wenn der nicht gleich losging, gut, dann hatte ich schon ein Problem, irgendwie so ins Spiel reinzufinden. Dann draußen die Zuschauer beim verlorenen Zweikampf, oh, oder Fehlpass, oder weißt du, wie es dann ist. Dann war bei mir schon, waren keine guten Vorzeichen. Ja. Und ja, dann war ich beim Arzt und dann habe ich gesagt, boah, was bin ich froh, dass Sie es ansprechen. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann hat er, wie es dazu kam, das hat natürlich auch immer mehrere Gründe. Zum einen habe ich aufgehört aufgrund einer Hüftverletzung. Mhm. Ich habe dann 8 Jahre, 10 Jahre bis ein Jahr zuvor, ich habe 2010 eine künstliche Hüfte gekriegt, habe da jahrelang Schmerzen gehabt, was einen zermürbt. Glaube ich, ja. Dann im Job Stress, Druck, den ich mir aber auch wiederum selber gemacht habe. Private Probleme kamen dazu. Trennung, als unser Sohn damals 6 war. Also da brach alles zusammen dann letztendlich. Ja. Und ja, dann hat er mich gefragt, was ich jetzt vorhab. Und dann war ich so erleichtert und habe gesagt, ich fahre jetzt direkt nach Offenbach und sage, dass ich raus bin. Ich brauche mal eine Auszeit. Ich muss jetzt da raus. Und damals ging ich davon aus, dass ich einfach mal, ich meine, du warst auch Fußballer und ich wollte einfach mal 6 Wochen lang vielleicht, habe ich gedacht, 6 Wochen lang keine Verantwortung, nichts hören, einfach nur mal Ruhe haben. Und aus den 6 Wochen sind dann 7 Jahre geworden, so in etwa, wo ich vielleicht irgendwo zu mir fand, wo ich aber auch, was ganz entscheidend für mein Leben jetzt ist seit 3 Jahren, wo ich aber auch zum Glauben fand an unseren Jesus Christus, der mir, weißt du, irgendwann, wenn du Gesprächstherapie hast mit Psychologen, Psychiatern, das tut anfangs ganz gut, weil du mal deinen ganzen Schrott, deinen ganzen Müll mal rauslassen kannst, weil du da jemanden sitzen hast, der dich versteht, aber nur insofern versteht, dass der das zwar gelernt hat, aber die meisten sowas noch nicht selber erlebt haben. Also sprechen wir auch wieder mit jemandem, der mich zwar verstehen kann, aber das ist auch alles gut. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu sagen, Mensch, ich möchte einfach mal wieder lachen. Einmal am Tag irgendwie mal wieder lachen. Ich kann es nicht. Ich möchte Tabletten nehmen nochmal. Ich möchte nochmal probieren mit Antidepressiva oder sonst irgendwie was. Habe dann auch 2, 3 verschiedene ausprobiert, wo ich sagen muss, das ging aber völlig nach hinten los. Bei dem einen, da hatte ich nach 6 Wochen hatte ich 5 Kilo mehr. Okay, also das ging völlig in die falsche Richtung, da wurde ich noch depressiver. Nee, das ging nicht. Ein anderes Medikament wurde ich völlig angstbefreit. Ich war damals noch leidenschaftlicher Motorradfahrer, bin auch zur Therapie mit dem Motorrad dann hin und wieder gefahren
und werde nie vergessen, auf der Autobahn, ziemlich schnelle Kurve, ziemlich schnell, wo ich dann in dem Moment aber gedacht habe, ja, wenn es passiert, dann passiert es. Wow. Also wenn du rausfliegst, dann fliegst du raus. Und ich hatte keine Angst davor. Oh, das war auch nicht ganz so geil. Und das habe ich dann meinem Therapeuten gesagt. Und er hat gesagt, sofort absetzen. Ja. Das geht auch nicht. Und deswegen, ja, und Gott sei Dank kam ich dann durch einen heutigen Freund zum Glauben. Mhm. Und der hat mich extremst von vielen, also von allem befreit eigentlich, was mich früher belastet hat. Wow. Und zwar aufgrund dessen, weil ich habe es vorhin schon hin und wieder gesagt, wenn wir ins Stadion gehen, andere gehen in die Arbeit, wir wollen Anerkennung, mhm. wir wollen geliebt werden. In einer Beziehung, in einer Ehe gibt es nichts Schöneres, als einen Partner zu haben, der einen liebt. Ja. Und zwar genauso, wie man ist. Wir Menschen kriegen das zwar nicht oft hin, weil wir natürlich schon irgendwo auch gerne mal jemanden lieben, wenn wir gewisse Dinge auch zurückbekommen. Also so diese bedingungslose Liebe, ich glaube, die kriegt kein Mensch hin. Aber einer kriegt sie hin und das ist er. Und ich fühlte mich einfach zu dem Zeitpunkt dann angenommen von Gott, von Jesus Christus, angenommen insofern, dass ich genauso wie ich bin, richtig bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Versagensängsten, mit all meinen Stärken und Schwächen. Da ist einer, der nicht urteilt über das, was du machst, sondern der dich einfach annimmt und liebt, wie du bist. Und das hat mich, ich will es an einem Beispiel kurz erklären. Ich war in einer Quizshow in Baden-Baden mit dem Freund, der mich zum Glauben gebracht hat, war ich eingeladen, wo man für einen guten Zweck Geld gewinnen konnte. Und einen Abend vorher waren wir noch was essen zusammen, in einer Runde, groß, 10, 12 Leute. Und dann hat mich seine Frau gefragt, ob ich mich vorbereitet hätte für die Sendung morgen. Ja. Dann habe ich gesagt, vorbereitet? Inwiefern? Ich meine, das ist eine Quizshow. Habt ihr die Fragen gekriegt? Ist da an mir was vorbeigegangen oder habe ich da was verpasst? Oder? Ja, nee, aber die haben uns doch so einen Link geschickt von den vorherigen Sendungen, dass du weißt, wie das, sage ich, ja, aber da kommen die Fragen von morgen auch nicht drin vor. Also ich glaube nicht, dass ich mich vorbereiten kann. Und dann sagt sie zu mir, ja, was machst du denn jetzt aber, wenn du morgen da drin stehst und du weißt nichts? Und dann sage ich, hey, Sandy, genau das ist jetzt der Punkt. Früher bin ich ins Stadion gefahren, im Bus gesessen, Angst gehabt vorm Versagen, weil ich nicht wusste, was passiert da 2 Stunden später auf dem Platz. Und heute gehe ich morgen in die Sendung rein und ich sage dir eins, wenn ich da drin stehe und ich weiß nichts, aber eins weiß ich, der da oben liebt mich trotzdem. Ja. Und deswegen interessiert es mich nicht mehr heutzutage. Ich bin nicht mehr abhängig von Meinungen anderer. Und die können dann auch denken, guck mal, der darbige Fußballer. Ja. Das interessiert mich nicht mehr. Das gibt mir nicht mehr meinen Wert. Das ist geil. Ich bin wertvoll, weil er mich liebt und weil er mich so geschaffen hat, wie ich bin. Und das Schöne an dieser Sache ist, ich kann da morgen drinstehen und jede Frage wissen, dann liebt er mich auch nicht mehr. Das ist ja total spannend. Weil das sind ja jetzt, du sagst, seit 3 Jahren bist du sozusagen in dem Glauben, glaubst du, ne? Mhm. Das ist ja auch, so wie du das jetzt schilderst, das ist ja auch wiederum ein Prozess. Wenn man halt, wenn du sagst, vorhin, du warst halt früher jemand, der sich halt viel über Fehlergedanken gemacht hat und der das auch mit sich verarbeitet hat, dann ist das natürlich schon eine heftige Wandlung, dann jetzt dann zu sagen, und ich nehme dir das auch zu 100% ab, weil du strahlst das auch aus, dass du auch wirklich so handelst. Wie kam das dann zustande? Ich meine, ich frage, weil ich vorhin hatte ich dir gesagt, ich hatte dann seit 2006, also ich hatte 15 Jahre so einen Mentalcoach, Persönlichkeitscoach, Sportpsychologe, wie man das auch nennen möchte. Und das war für mich ein total langer Prozess, dann so genau so zu denken wie du, weil ich kann von mir behaupten, dass ich bin ähnlich, mir ist es egal, ob der das sagt oder das sagt, ist mir scheißegal, weil am Ende, ich muss mit mir im Reinen sein. Ja. So, ich möchte mein Leben genießen. So, ne? Und das war ein langer Prozess. Wie ist das dann, wie hat sich das dann geschärft bei dir? Wie ist das dann entstanden? Wie ist das zustande gekommen, dass du genau diese Überzeugung auch lebst? Weil das eine ist sagen, das andere ist aber machen. Mhm.
Ich versuche so gut es geht, für mich und meine Mitmenschen zu leben. Also wenn ich jetzt vorhin zum Beispiel gesagt habe, ich würde jetzt niemals mehr in der Öffentlichkeit schlecht über jemanden sprechen. Ja. Natürlich haben wir viele Leute kennengelernt, wie jeder andere auch, der uns mal im Leben enttäuscht hat oder sonst was. Das sind meine Erfahrungen, worüber ich froh und dankbar bin. Mhm. Aber ich finde es, also für mich steht es mir nicht zu, jetzt öffentlich zu sagen, hey, das war egal was. Finde ich nicht gut und möchte einfach mit einem guten Beispiel vorangehen, auch wenn natürlich trotzdem ich heutzutage bestimmt noch auch Menschen enttäusche. Mhm. Das mache ich aber nicht bewusst oder sonst wie, sondern das passiert und dafür sind wir alles nur Menschen. Ja, bei mir hat sich einfach wahnsinnig viel geändert dadurch, dass ich nicht mehr von den Meinungen anderer abhängig bin. Dass ich sage, hey, ich muss mit mir und mit ihm da oben im Reinen sein und dann reicht das. Und das hat mir, wie gesagt, Ängste genommen. Das hat mir Mut gegeben, heutzutage zum Beispiel in meinen Vorträgen darüber zu sprechen, hey, ich habe angefangen durch meine Hüftverletzung damals, nach dem Fußball habe ich irgendwann mal an einem Joint gezogen und habe gedacht, ich habe keine Schmerzen mehr. Okay. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ja. Und du weißt, wie es ist, wenn man körperlich durch Verletzungen oder sonst was Schmerzen hat. Und man ist mal kurz schmerzfrei, ja, weil man an so einem Ding gezogen hat. Dann willst du öfter schmerzfrei sein. Mhm. Und öfter hieß damals für mich noch 3-4 Mal im Jahr mal so ein Ding geraucht. Ja. Die Abstände wurden aber kürzer. Und dann habe ich das auch ein paar Jahre regelmäßig gemacht und später auch täglich. Krass, auch schon Sucht dann fast, oder? Das war schon, ja. Und dann hatte ich natürlich auch die Problematik, dass ich sage, ich hätte schon gerne aufgehört. Mhm. Aber ich habe Angst davor gehabt, es zu versuchen, weil ich gedacht habe, das kriegst du eh nicht hin. Also das ist so eine Gewohnheit, wow, und auch eine Sucht, das kriegst du eh nicht hin. Und dann kam ich zum Glauben am 26. April 2018. Mhm. Und irgendwann sagte ein Freund dann zu mir, hey, komm jetzt... Lass doch den Scheiß weg und das bringt nichts. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe noch so ein bisschen was daheim und wenn das aufgeraucht ist, ich besorge mir nichts mehr Neues. Ja. Und es muss auch alles irgendwo zu seiner Zeit sein und den Zeitpunkt musst du bestimmen oder du kriegst, also so war es bei mir. Ich habe dann gedacht, so, und dann hörst du auf. Und jemand, der schon mal geraucht hat oder auch gekifft hat und da süchtig war oder gewohnheitsmäßig, der weiß, wie schwer das ist. Mhm. Und ich muss bis zum heutigen Tag sagen, ich hatte nicht einmal auch nur Angst, dass ich da wieder hingreife oder dass ich da so ein Ding drehe oder sonst was. Und ich hatte auch Stresssituationen. Aber ich bin überzeugt, er gibt mir die Kraft, er gibt mir das, was ich brauche, ohne auf so einen Mist zurückzugreifen. Stark, cool. Warst du vorher auch schon gläubig oder war das dann, kam das dann aus der, also weil ich bin im Osten groß geworden, ja, ja, also ich habe dazu einfach keinen Bezug, und deswegen warst du vorher schon gläubig oder kam das dann von heute auf morgen? Ich will es mal so sagen, ich war nicht ungläubig, ich bin als Kleinkind ganz normal getauft, ich bin mit 14 konfirmiert worden, aber trotzdem muss ich auch eins sagen, bei Bayern hatten wir dann mit Jorginho auch ein Brasilianer, Nationalspieler, Spielführer gewesen, der sehr gläubig war. Mhm. Es gab einen Bibelkreis dann auch, den er in Leverkusen schon hatte, in München hat er den gehabt. Und wir wussten, dass er gläubig ist, dass er an Gott glaubt und hat das auch gesagt. Und trotzdem war es so, dass damals ein Spieler von uns auf dem Weg ins Stadion mal im Bus saß, mit einer Bibel in der Hand, also es war nicht Jorginho, es war ein deutscher Spieler, den wir dann irgendwo belächelt haben. Aber wir gesagt haben, oh, dreht er jetzt völlig ab oder was? Was will er denn jetzt mit einer Bibel? Oder weißt du, du weißt, wie es ist, Männersport, Bundesliga, ja, keine Schwächen zeigen. Sobald du dann da reinguckst in so eine Bibel, habe ich so gedacht, boah, nee, also das kannst du ja, das kann's nicht sein. Mhm. Deswegen, heute weiß ich, was mir der Glauben bringt, was es mir an Ängsten und allen negativen Scheiß genommen hat.
Wird aber auch jedem, der jetzt sagt, du, habe ich nichts mehr zu tun, also ich muss davon keinen überzeugen. Ich kann einfach nur, was ich machen möchte, ist durch meine Erfahrung berichten. Und was dann die Leute daraus machen, ist genau ihr Ding. Weil ich weiß, wenn damals Jorginho zu mir gesagt hätte, ey, hier hast du eine Bibel, komm doch mal zu meinem Bibelkreis oder was, ich hätte es nicht angenommen. Wenn der Zeitpunkt und ich glaube, der Zeitpunkt, auch der ist uns irgendwo allen vorgegeben, er macht das schon richtig. Ist ein bisschen spekulativ, aber hätte dir das damals geholfen, wenn du damals schon mehr in diesem, am Glauben, wenn das schon an deiner Seite gewesen wäre, zu der damaligen Zeit? Also gerade als... Ist spekulativ, ich kann es auch nicht sagen. Ich sage dann aber ganz gerne, hey, ich gehörte ja auch zu den Spielern, die gerne mal für die eigene Mannschaft versucht haben, Elfmeter rauszuholen. Ja. Vielleicht hätte ich da schon Gewissensbisse gekriegt, das dann zu machen. Also ich bin überzeugt, dass es mir geholfen hätte. Okay. Ja. Aber ich bin genauso überzeugt, dass ich 48 werden musste, dass ich den ersten Weg bis dahin ohne ihn gegangen bin, beziehungsweise also ohne ihn im Herzen zu haben. Der war schon immer da, der war auch bestimmt für mich da. Aber ich glaube, er benutzt mich, diese Karriere gemacht zu haben, diese Tiefen durchgangen zu sein, um jetzt einfach mir die Kraft zu geben, darüber zu berichten. Hey, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren da habe ich gedacht, hoffentlich kriegt das nie jemand raus, dass ich mal gekifft habe. Ja. Das hat mir Angst gemacht, weißt du, weil man kennt uns noch immer so ein bisschen. Ist ja jetzt auch nicht geil. Also wenn du das so sagst, hast du ein bisschen in der Öffentlichkeit, du hast halt Vorbildfunktion, so und so. Ja. Das ist ja auch nicht cool. So, aber jetzt drüber zu sprechen, zeigt ja auch Stärke. Das zeigt ja mentale Stärke. Das macht mich frei. Und ich weiß eins, mein Sohn war damals 12. Und wie ich mich dann selbstständig gemacht habe und habe gesagt, hey, ich glaube, das ist mein Ding. Ich spreche über mein Leben. Ich möchte Leute ermutigen. Ich möchte sagen, wir sind alles nur Menschen. Wir haben alle Stärken und Schwächen. Aber bevor ich damit rausgehe und in Vorträgen erzähle, wirklich die Hosen runterlasse, mein Leben erzähle, so wie es war, mit Kifferei, mit anderen Sünden, die wir alle haben, möchte ich, dass mein Sohn das von mir erfährt. Ja. Und dann weil eins ist auch klar, ich saß ja teilweise draußen abends dann, wenn er im Bett war schon und habe mir so ein Ding geraucht und hin und wieder kam der natürlich raus. Jetzt riecht er sowas und ich weiß, wie es ganz früher schon war, in der Schule oder sonst wo, irgendwo hast du immer Leute dabei, die sowas schon in jungen Jahren rauchen. Und wenn dann irgendwann mal draußen zu ihm einer sagt, sag mal, hier kifft doch einer. Und er denkt dann, so riecht es bei meinem Vater auch. So wollte ich nicht, dass er es rauskriegt. Ja. Und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich schon mal Drogen genommen hätte. Da habe ich gedacht, danke auch da, dass du ihm jetzt eigentlich die Frage gibst, wo ich drauf hinaus wollte irgendwann. Dann habe ich natürlich erst mal ein bisschen rumgeredet und angefangen, sage ich, Lenny, weißt du, die größte Droge ist der Alkohol. An Alkohol sterben die meisten Menschen in Deutschland, auf der Welt, egal wo. Und es ist ja keine Droge eigentlich, weil es wird frei verkauft. Sag ich, Zigaretten sterben, glaube ich, die zweitmeisten dran. Wird verkauft. Sag ich, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ich habe schon mal Drogen genommen. Ich hab gekifft, habe ihm das erklärt. Weil sie in dem Moment, glaube ich, gerade in der Schule haben sie so Sachen durchgenommen und so. Und habe ihm das dann erklärt und war danach auch da einfach wie befreit, weil ich gedacht habe, hey, der weiß das jetzt, ich mache es nicht mehr, ist alles okay, ich habe wieder einen klaren Kopf, klaren Blick. Aber über solche Sachen zu sprechen, ich meine, die meisten Dinge, die uns Angst machen und Druck machen, sind doch dann auch die, über die wir nicht sprechen. Ja, natürlich. Das macht den Druck noch größer, weil wir immer Angst haben vor Scham, vor Verletzungen, wenn irgendwas rauskommt und ich denke, ey, wir sind alle für eine gewisse Zeit hier auf der Erde und wir haben alle unsere Schwächen und wir haben alle unsere Dinge, die wir im Nachhinein vielleicht irgendwo bereuen und sagen, boah, das hätte es nicht sein müssen, aber dafür sind wir Menschen und dafür sollten wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern sagen, ey, ich bin nicht besser oder schlechter. Thematisierst du das auch bei deinen Vorträgen? Also absolut. Dieses Thema, vor wem hältst du die Vorträge?
Das ist in Gemeinden, in Kirchen, in Gottesdiensten, wo wir in Interviewform oder aber wo ich einfach ein bisschen aus meinem Leben erzähle. Okay. Das ist in Unternehmen, das ist auch mal in Schulen oder ganz egal, bei Vereinen. Was sind da die Hauptthemen dann, über die du dann sprichst? Über das komplette Leben oder hast du da bestimmte Themenbereiche? Ich sag mal, bei einem Sportverein mache ich das natürlich auch gerne, dass auch die Eltern dabei sind. Ja. Weil die Kinder können A, nichts mehr mit mir anfangen, B, bringt es den Kindern nichts, wenn ich denen irgendwas über Druck erzähle oder sonst was. Den sollen die noch gar nicht haben, den sollen die auch noch gar nicht kennenlernen. Deswegen ist es wichtig, dass die Eltern, meistens die Väter, verstehen, ihrem Kind hauptsächlich zu zeigen, dass es wertvoll ist und dass sie es lieben. Mhm. Und zwar, das war vielleicht bei dir in unserer, du bist nochmal eine andere Generation, fußballerisch gesehen, aber hey, wie war es denn früher? Man hat ein Fußballspiel gehabt als Kind, es war immer geil, wenn du gewonnen hast. Ja. Und danach kam dann der Trainer, die Frau des Trainers, die Eltern, die eigenen, die anderen und haben uns gedrückt oder haben gesagt, ey, super und ach, wir lieben euch. Und ja, das haben die aber nicht gemacht, wenn wir verloren haben. Und dann kriegst du ja ganz schnell das Denken, wenn ich fleißig bin, wenn ich mich engagiere, wenn ich meine Leistung bringe, wenn ich gewinne, werde ich geliebt. Ja. Und das ist fatal. Weil dann rennst du dieser Anerkennung, von der ich vorhin gesprochen habe, dieser Liebe, rennst du hinterher und du bist gezwungen, Leistung zu bringen, weil du geliebt werden willst. Falscher Ansatz. Und deswegen sage ich, eure Kinder, hey, mit Noten genauso, wenn die mit einer 1 nach Hause kommen, mit einer 2, wann brauchen wir denn Aufmunterung oder Ermutigung? Nicht, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, nicht, wenn wir mit einer guten Note nach Hause kommen. Wir brauchen sie dann, wenn wir auf dem Boden liegen, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann brauchen wir denjenigen, der für uns da ist. Den Ehepartner, die Eltern, den Freund, die Freundin, egal wen, die brauchen wir dann. Und deswegen ist ja genau andersrum. Und deswegen sage ich, wenn eure Kinder mit einer 5 nach Hause kommen, dann brauchen sie euch. Dann sagt ihnen, dass ihr sie liebt. Und wenn sie ein Spiel verlieren, egal in welchem Sport oder sonst was, hey, dann sagt ihnen, dass er sie liebt, weil sonst kriegt ein Kind ganz schnell den Dreh raus, ich werde nur dann geliebt, wenn ich erfolgreich bin. Und das ist ja nicht der Fall. Und das gibt dir deinen Wert als Kind. Ich bin wertvoll, ich werde geliebt, unabhängig von der Leistung oder meinem Tun. Weil du sagst, diese Liebe, die ist ja einfach wichtig. Mhm. Und hattest du damals, als du das dann bekannt gegeben hast mit deinem Burnout, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Hattest du Leute, die dich dann da unterstützt haben? Also wie war das? Ich meine, das ist ja eine krasse Ausnahmesituation gewesen in deinem Leben. Wie war es für dein Umfeld? Also zum einen war es natürlich schön, wie gesagt vorhin, ich habe mit meinen Eltern, wir haben insgesamt mit der Familie ein tolles Verhältnis. Mhm. Heißt nicht, dass es da nicht auch wie überall Streitereien gibt. Aber wir sind füreinander da. Und das war natürlich dann auch schön für mich zu sehen, hey, das war toll. Meine Eltern haben mich 2-3 Mal besucht die Woche über in der Klinik. Ja. Ich war in Bühl, in der Max-Grundig-Klinik damals für 6 Wochen. Das ist nicht weit von Karlsruhe. Und auch da ein Freund von mir, der Ronny Zeller, der war früher... Ich auch, Ronny war auch da. Ja. Ronny war Spielerberater, jahrzehntelang in der Anfangszeit noch. Und Ronny habe ich damals angerufen, habe ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, pass auf, wenn du dich entscheidest, in eine Klinik zu gehen, ich kenne eine, ich war da selber auch schon, wir treffen uns an der Autobahn, ich fahre mit dir dahin, du bist nicht alleine. Und das werde ich dem Ronny auch nicht vergessen, das war ein feiner Zug. Es war echt toll und dann so kam ich da in die Klinik. Wie war die Frage jetzt? Ach ja, und dann war mir natürlich auch klar, weißt du, jetzt hatte ich einen grippalen Infekt, war eine Woche ausgefallen in Offenbach. Jetzt bin ich aber nochmal raus und da wollte ich einfach nicht, dass irgendwie in den Medien spekuliert wird, was hat der oder sonst wie was. Und habe dann von mir aus auch der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und habe gesagt, hier, ich bin raus, ich kann nicht mehr. Hm. Dass das raus ist und dann war für mich auch, das war auch eine Befreiung. Glaube ich dir. Weißt du, weil nicht wieder diese Spekulationen, was hat der, ist der schwer erkrankt, hat, egal, ich wollte es sagen und so war es dann. Ja.
Ja, also danke wie gesagt, auch dafür für deine Offenheit. Mhm. Was würdest du denn heute dem 18-jährigen Michael Sternkopf mitgeben, so abschließend? Ja, ich glaube, also so wie es bei mir war, das A und O für mich war Selbstwert. Selbstwert zu wissen, dass man wertvoll ist, unabhängig davon, ob ich Leistung bringe. Mhm. Also sprich, wenn ich früher mal ein Spiel verloren hätte, muss ich wissen, okay, ich habe alles gegeben, mehr ging nicht, man kann nicht immer Topleistungen bringen. Und trotzdem bin ich wertvoll und trotzdem möchte ich, dass mich Leute respektvoll behandeln und deswegen möchte ich auch Leute respektvoll behandeln. Und wenn ich um meinen eigenen Wert weiß, dass ich sage, hey, ich muss nichts beweisen, um Anerkennung zu bekommen, um Liebe zu bekommen, um wertvoll mich zu fühlen. Jeder von uns ist wertvoll, weil wir alle aus einem bestimmten Grund hier auf der Erde sind, den wir einfach zu erfüllen haben. Und das würde ich einem 18-Jährigen versuchen zu vermitteln, also mir dann sowieso, aber auch anderen, ja, dass man sagt, hey, gib dein Bestes, aber dein Wert hängt nicht davon ab, ob deine Ablöse 3,5 Millionen ist oder 180 Millionen. Ja. Das gibt dir nicht deinen Wert. Schön, also tolles Statement und ich glaube, das kann auch jeder für sich dann mitnehmen und können halt auch dann die Eltern mitnehmen, um es dann halt auch weiterzugeben. Das ist ja dann auch, wie ich gerade in dieser Altersregion, wo man sich dann befindet. Schön, kommen wir da auch da zu unseren Abschlussfragen, Entscheidungsfragen. Rückschläge hilfreich oder total überflüssig? Ja, ich glaube, dass wir alle schon mal Rückschläge hatten und in dem Moment, wo der Rückschlag da ist, fühlen wir uns alle, sagen wir mal, beschissen oder nicht gut zumindest. Im Nachhinein glaube ich aber, wenn wir uns alle nochmal so, wenn wir alle drüber nachdenken, was hat uns im Leben am weitesten gebracht oder weitergebracht, dann sind es Rückschläge. Mhm. Also Rückschläge wie Niederlagen. Wenn wir früher ein Spiel gewonnen haben, ihr genauso, dann war das schön, dann hat man das kurz genossen, dann wurde auch die Mannschaftssitzung, war niemals so lang, weil es hieß, ja, man hat ja auch vieles richtig gemacht. Verbessern, glaube ich, tun wir Menschen uns alle nur durch Niederlagen und deswegen finde ich die wichtiger als Siege. Okay. Also sagst du hilfreich. Sehr hilfreich, ja. Sehr schön. Mentales Training, Schlüssel oder Schwachsinn? Auf jeden Fall zu empfehlen, weil also zum einen mit dem Kopf zu arbeiten ist immer gut, neue Dinge zu lernen und mentales Training bedeutet für mich auch am Selbstwert zu arbeiten. Ich jetzt durch meine Geschichte mit dem Glauben auf eine andere Schiene, aber das ist auf jeden Fall unterstützend. Früher, vor 30 Jahren, war das überhaupt kein Thema, da war es eher verpönt oder... Ja. Aber ich glaube heute einfach unabdingbar und sehr wichtig, ja. Aber genau da will ich nochmal tiefer reingehen, weil es ist für mich so ein ganz wichtiges Thema. Du hältst die Vorträge, wie empfindest du da, also wie sind denn da die Feedbacks, wenn du dann auch über dieses Thema Glaube, aber auch mentale Stärke dann sprichst? Weil, ich meine, du warst bei Offenbach in einer leitenden Funktion, ich war jetzt 4,5 Jahre in Magdeburg und wenn ich dann mit jungen Spielern zusammensaß, dann haben die mich manchmal angeguckt wie ein Auto und was ist mentales Training, brauche ich nicht, mache ich alles mit mir selber aus. Eigentlich auch die Fragen, die ich dir schon gestellt habe, mache ich mit mir aus. Familie, so und so. Ja. Aber dass da, obwohl in den NLZs jetzt Sportpsychologen sitzen und die Jungs eigentlich damit auch aufwachsen, haben sie keine Offenheit dafür. Also ich finde das hirnrissig, ich kann es nicht verstehen und ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich hatte das Glück, jemanden Guten zu haben, der mir über Jahre geholfen hat und ich verstehe das einfach nicht. Also weil da liegt das größte Potenzial. Wir wissen, wie schnell jemand ist. Wir wissen, wie viele Pässe der spielt, wie viel der wiegt, wie viel Körperfett der hat. Wir wissen ja alles. Der Spieler ist ja wirklich mittlerweile gläsern. Du hast aber gerade was gesagt. So gerade für den Kopf machen wir so gut wie gar nichts. Wenn ich die Jungs gefragt habe, was machst du für den Kopf? Da sagen die, eventuell mache ich mal ein Fernstudium. Also, und das hat ja auch Ralf Rangnick gesagt, da liegt ja das größte Potenzial im Fußball, im Mental, im Kopfbereich. Mhm. Aber dass die Jungs keine Offenheit dafür haben, ich kann es nicht nachvollziehen. Kannst du es verstehen? Kannst du es erklären? Ich kann es nachvollziehen, weil ich war früher wahrscheinlich auch nicht offen dafür. Mhm. Weißt du? Und wir können ja heute nicht von den Jungen erwarten, Dinge erwarten, vor denen wir uns früher verschlossen haben. Mhm.
Und heute sagen, ja, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ihr dafür nicht, hey, oftmals, wenn wir uns gegen was wehren oder gegen was aussprechen oder etwas nicht annehmen, ist das ja auch oftmals der Grund, weil wir Angst davor haben, weil es was Neues ist, weil wir uns vielleicht nicht trauen, weil der Mentaltrainer vielleicht Dinge fragt, für die ich mich schäme oder da kommt irgendwas ans Licht, was ich nicht sagen will. Wenn ich mir aber dessen bewusst bin, dass ich ein Mensch bin, wie jeder andere auch, dass ich eine Stärke habe und wertvoll bin, dann kann ich auch über solche Sachen sprechen. Also ich hätte das aber, vor 3 Jahren auch niemals geglaubt, dass ich so offen zu wildfremden Menschen meine Geschichte erzählen kann ich wollte gerade sagen, mit allen Auf und Abs, weil ich erzähle eher von den Abs. Also, weil ich da die beste Resonanz auch kriege, dass die Leute sagen, Mensch, völlig beeindruckt, weil wir haben gedacht, da kommt jemand, der erzählt jetzt von irgendwelchen tollen Erfolgen oder sonst wie, aber es ist schön, von jemandem so zu hören wie dir, den wir früher vielleicht wirklich irgendwo gerne spielen haben sehen oder bewundert haben, zu hören, dass auch diejenigen, die da rausgehen, Samstag für Samstag, Schwächen haben und auch darüber sprechen. Das hilft ja auch anderen, dass sie sagen, hey, der hat darüber auch gesprochen, also kann ich das auch. Da muss ich mich auch nichts für schämen. Ja. Und müssen wir auch nicht. Ja, nee. Also dann ist es ja auch mit unserer Aufgabe, sag ich mal, auch den Leuten dann da auch positive Hinweise zu geben. Ja. Also machst du ja jetzt bei deinen Vorträgen, was ich toll finde. Werde ich auch immer wieder sagen, dass sich einfach die Jungs dann damit auseinandersetzen sollten, weil es hilfreich ist. Mhm. Und ich glaube, dann ist das ein guter Weg. Doppelzimmer, lieber mit Olli Kreuzer oder Rainer Schütterle? Beides völlig in Ordnung, aber Olli war natürlich 4 Jahre lang mein Zimmerkollege bei Bayern. Rainer Schütte war einer meiner ersten Zimmerpartner beim KSC damals. Ich mag beide total, beide witzig und also wenn du mich so fragst, ein Dreibettzimmer. Dreibettzimmer. Das nehmen wir, aber wir haben sogar beide, haben wir noch hier. Warte mal ganz kurz. Ach, herrlich. Olli. Mein alter Spiel- und Sportkamerad, langjähriger Weggefährte und Zimmerpartner beim KSC sowie beim FC Bayern. Sterni, wir hatten so viele wunderbare Momente in all den Jahren erleben dürfen. Heute würde mich interessieren, wie und warum du einen großen Wandel in deinem Leben vollzogen hast, beziehungsweise die Sichtweise auf gewisse Lebensinhalte sich bei dir total geändert haben und wie du heute damit umgehst. In diesem Sinne, Sterni, ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns. Dein Freund Oliver. Cool. Cool. Am Olli, weißt du, was ich am Olli früher bewundert habe? Nee. Der hatte mit Sicherheit nicht Chancen nachgehangen oder sonst was. Ich bin oft nach dem Spiel vom Olympiastadion mit ihm, wir haben in der Nähe gewohnt, mit dem Auto heimgefahren. Danach, er hat immer bei seinem Paps angerufen und auf Freisprechanlage gehabt. Und ich saß im Auto, habe das Gespräch dann natürlich mitgekriegt. Und wenn sein Vater gefragt hat, oh, und wie ist es gelaufen? Und da hat der Olli immer gesagt, Vater, ich war der beste Mann. Ja, geil. Ja, der war für sich einfach immer, ich war der beste Mann. Ich hätte wahrscheinlich zu 70% gesagt, da ist ein Pass nicht angekommen und hier hätte ich es besser machen können. Oder, weißt du, immer so negativ, aber er war, und da muss ich immer schmunzeln. Ja. Nee, Olli, toll, ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen auch bei ihm, jetzt beim KSC auf der Geschäftsstelle, hatten wir eine gute Zeit, ein bisschen gequatscht über die alten Zeiten. Ja, schön. Dann sagen wir ihm einfach hier, er soll sich den Podcast anhören, weil da beantwortet es ja genau die Frage, haben wir jetzt ausführlich beantwortet. Genau, ja. Und ja, geil. Aber dann kommt ja noch der andere Stratege, wo ich ja sagen. Ja, Sterni. Ich habe jetzt mal deine Vita etwas genauer angesehen. Irgendwie hatte ich dich als Stürmer in Erinnerung. Zumindest hast du mir das immer erzählt, als wir in deinem zweiten Profijahr das Zimmer teilten. Du hast ja fast so viele Bundesligaspiele wie ich, was natürlich schon ordentlich ist. Allerdings, was die Tore anbelangt, ist das ein bisschen dünn, habe ich gesehen. Ja.
Da habe ich ja genauso viele nur mit dem Kopf. Da würde mich natürlich interessieren, woran hat das denn gelegen? Gute Frage, woran hat das gelegen? Ja, ich habe dir vorhin gesagt, zum einen, ich bin auf den Uli Stein damals zugelaufen und vielleicht bleibt sowas dann auch im Kopf drin, dass du Angst hast erneut vor solchen Situationen und dann eher den Ball abspielst, bevor du selber wieder in die Situation kommst und vielleicht für dich wieder versagst, dass du wieder das Tor nicht machst. Ich habe nie, ich meine, ich war technisch wirklich ein guter Spieler, aber ich habe nie einen Elfmeter geschossen. Auch das. Ich habe immer vor solchen Sachen war ich immer froh, Elfmeterschießen, nee, wenn fünf andere da waren. Oder ich habe die mentale Stärke habe ich nie gehabt. Ich habe natürlich auch gerne Tore vorbereitet, keine Frage, aber die Frage an sich, die geht ja wirklich tief. Warum ist das so, dass ich nicht so viele Tore geschossen habe? Zum einen natürlich, weil ich kam zwar als Stürmer zu Bayern München, habe aber auch mal eine ganz lange Zeit bei Erich Ribbeck in der Vierer-Abwehrkette gespielt. Okay. Ja. Im Sturm bei Bayern habe ich eigentlich gar nicht gespielt. In der Offensive ja, offensives Mittelfeld oder auch über Außen. Oder aber auch, wie gesagt, in der Vierer-Abwehrkette. Ja. Hat mir der Klaus Augenthaler hat mir das neulich gerade, oder was heißt neulich, vor ein, zwei Jahren mal gesagt. Mensch, er weiß noch damals, wie Erich Ribbeck gesagt hat, Vierer-Abwehrkette da, wir haben Helmer, wir haben Olaf Thon, wir haben Oliver Kreuzer. Da stelle ich links den Sternkopf hin. Dann hat der Klaus gesagt, Sterni? Ja, der kann das, der schafft das. Wir brauchen da hinten einen, falls mal einer durchbricht, der noch die Möglichkeit hat, durch die Schnelligkeit den einzuholen. Ja, und wie gesagt, auch da hab ich gute Spiele gemacht, Ja. weil es natürlich auch für mich in dem Moment vielleicht sogar ein Stück einfacher war, mal zu reagieren Okay. und nicht selber in der Offensive was machen zu müssen. Ja. Und Schon gut. egal, wo man mich hingestellt hat, ich habe versucht, mein Bestes zu geben und Vierer Abwehrkette war vielleicht dann auch ein Grund, warum ich nicht so viele Tore gemacht habe. Aber Ja. viele habe ich wirklich nicht gemacht. Habe natürlich auch einige vergeigt. Aber Rainer die Frage beantwortet. Aber es geht noch ganz kurz weiter. Und dann interessiert mich noch, da du ja wieder in Karlsruhe wohnst, ob du schon Mitglied bei den KSC Allstars bist. Wenn dem so wäre, könnte ich dir auf die alten Tage, beim Torschießen noch etwas weiterhelfen, was ja, glaube ich, nie schaden kann. Also, dann mach's gut und bis bald wieder auf einen Kaffee bei mir. Na, Sehr bis gut. dahin, tschüss. Perfekt. Naja, das ist doch ein Ansatz. Also Allstars, bei Ja. Bayern Allstars spielst du, ne? Bei Ab und denen spiele zu. ich seit 13, 14, 15 Jahren. Beim KSC in der Allstar-Mannschaft habe ich ein, zwei Mal gespielt, aber das ist auch schon bestimmt 15 Jahre her. Und dann irgendwie hat sich's zerlaufen. Aber jetzt, hey, wo ich in Karlsruhe wohne, sehr gerne Ja, werde gut. ich mich drum kümmern. Sagen wir Schütte Bescheid. Ja. Nein, cool. Also wir sind ja eigentlich so gut wie durch. Zwei kleine Fragen nochmal auch Ja. zum Persönlichen. Was steht auf deiner Bucketliste, To-Do-Liste eigentlich noch ganz oben? Was möchtest du noch machen? Puh, was möchte ich noch machen? Was ist so ein großer Wunsch von dir? Du, im Prinzip hab ich den Wunsch, ich bin jetzt vor einem halben Jahr, wie gesagt, wieder nach Karlsruhe gezogen Ja. mit meinem 15-jährigen Sohn. Und ob jetzt Mama oder Papa alleinerziehend, glaube ich, wissen diejenigen, die das kennen, wie schwer das ist. Das ist gerade im Pubertätsalter dann hin und wieder eine Herausforderung, wenn die Eltern anfangen, blöd zu werden. Du, ich will einfach, ich möchte ein guter Papa sein, der ich glaube, ich bin. Und ich möchte, wie ich vorhin schon gesagt habe, meinen Mitmenschen irgendwo durch meine Vorträge, wo ich mich irgendwo so, das ist kein, das ist, glaube ich, eine Berufung für mich, dass ich für Menschen da sein will, Ängste nehmen möchte, weil ich weiß, wie toll es ist, ohne Angst durchs Leben gehen zu können. Und mit meiner Geschichte einfach ermutigen. Große, große Ziele. Ja, ich möchte von Tag zu Tag
durch meinen, an den ich glaube, da oben möchte ich ein besserer Mensch werden. Geil. Aber ich, also du bist, ein, also so wie ich das jetzt wahrnehme, bist du ein guter Mensch, aber das ist ja auch ein großes Ziel, durch deine Vorträge da Leute zu begeistern. Aber so alleine jetzt auch, was diese, das sind jetzt 3 Stunden fast, also das wird dir gelingen. Es wird dir definitiv, da bin ich mir sicher, dass dir das gelingen wird. Ja, ich finde das auch toll, dass du sagst, ja, aber du bist ja ein guter Mensch. Aber jetzt wissen wir auch beide, wir sind hier vor der Kamera und wir verkaufen uns immer alle ganz gut. Ja. Ich habe jetzt auch hier nicht gelogen, aber ich habe neulich so einen guten Vortrag gehört, wo es heißt, wir sind der Mensch, der wir sind, wenn wir alleine sind. Mhm. Ne? Wenn keiner guckt, wenn keiner zuschaut, wenn es nicht darum geht irgendwie. Und ich möchte der Mensch nach außen auch sein, der ich auch bin, wenn ich alleine bin. Geil. Das ist stark. Das ist eigentlich ein perfektes Abschlusswort, aber ich habe eine Sprachnachricht noch bekommen. Die passt jetzt aber, ich wollte sie die ganze Zeit unterbringen. Ich habe sie aber leider nicht untergebracht bekommen. Ja. Deswegen stelle ich sie noch, weil mich die Frage einfach interessiert. Ja. Pass auf. Ja. Servus, lieber Sterni, ich grüße dich. Hier ist der Christian Alder aus Kapstadt. Ich wollte dich eigentlich noch kurz fragen, kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Parkplatzkarten du damals bezahlen musstest nach unseren Billardabenden? Und Jockel und Matze und ich für dich dann gesungen haben. Kannst du dich noch erinnern? Krass. Und diese Frage, ich konnte sie nicht wegfallen lassen. Deswegen erstmal Parkplatzkarten. Was war das? Was bedeutet das überhaupt? Und dann dieses Gesungen. Also das interessiert mich auch. Wir haben in der Runde Jockel Bode. Okay. Sagt er noch was? Ja, Jörg. Und privat noch, also ein anderer Freund damals in Bielefeld. Wir waren jede Woche einfach irgendwie mal Billard spielen. Und haben dann halt vorher immer ausgemacht, das war krass, ich glaube, das war deswegen, haben wir um die Parkkarten gespielt, also du musstest auf den Innenhof fahren, um parken zu können, wo du bezahlen musstest. Ja. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass die Parkkosten speziell da extrem hoch waren, also unverhältnismäßig gegenüber einem normalen Parkhaus, einer Parkuhr oder sonst was. Und wir haben dann halt immer drum gespielt, um die Parkplatzkarten, derjenige, der verliert, der bezahlt für alle die Parkkarten. Und damals, die Jungs haben echt gut gespielt und da musste ich, glaube ich, öfter löhnen. Okay. Und gesungen, ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, müsste ich den Christian mal fragen. Da fragen wir ihn beim Essen. Ja, aber Christian Alder, das ist auch interessant. Es ist schön, dass ich ihn höre. Wir sind auf Facebook befreundet, ich verfolge das da in Kapstadt. Toll. Tolle Geschichte. Soziales Projekt, ne? Mit seiner Fußballschule in Kapstadt, mega für sozialschwache Kinder auch, überragend. Ja. Ja. Weißt du, und Christian war damals, wie ich bei Bielefeld war, kam gerade so zu uns in die Profimannschaft, war ein junger Spieler, hat dann wahnsinnig gute Spiele mal gemacht, wie er reinkam in jungem Alter. Und ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann kam er zu mir und sagt, Sterni, kannst du mir sagen, warum die Zeitung mich so schlecht beurteilt. Und da habe ich gesagt, weißt du, Christian, du kamst auch mit einer gewissen Schonfrist. Du warst jung, keiner kannte dich, jetzt bist du so ein bisschen dabei. Aber ein großer Unterschied ist, du bist jetzt seit einem Jahr Profi. Ich weiß nicht, mit was für einem Auto du vor einem Jahr gekommen bist. Mhm. Jetzt fährst du ein Z1 oder was das? Nee, Z1 Cabrio, glaube ich. Gibt's denn? BMW irgendwie? Kein Auto für, ne? Sag, da weißt du bist 19 Jahre alt. Jetzt stehen hier tagtäglich von den Medien Journalisten, Schreiber, die für eine Tageszeitung arbeiten. Von dem einen überbrücken wir öfter mal auf dem Parkplatz im Winter sein Auto, weil und jetzt sehen die dich mit 18, 19 Jahren mit so einem Auto hierher kommen, da wirst du anders beurteilt. Mhm. Da spielt vielleicht dann auch Neid eine Rolle. Mhm. Hat jeder Mensch von uns schon im Leben miterlebt. Und auch wenn ich das auch ungerecht finde dir gegenüber, weil du hast in dem Spiel nun mal, hast du gut gespielt. Aber wichtig ist in solchen Situationen immer, was der Trainer sagt. Und wenn der Trainer dir sagt, hey, du hast das erfüllt, was du solltest, dann ist es zwar doof, wenn die Zeitung was anderes schreiben, aber andersrum wäre es schlechter.
Also, aber so ist es. Genauso wie ich es vorhin kurz erwähnt hatte, Moukoko, der hat jetzt auch noch eine gewisse Schonfrist. Noch, ja. Der hat mit 18 dann auch irgendwann einen Führerschein, wird dann auch nicht mit einem 14 Jahre alten Golf auf den Trainingsplatz kommen. Wäre cool, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ja. Und ja, und dann geht eben irgendwo leider Gottes der Neidfaktor los, ja. Und dann ist es halt so. Aber also. Naja, er wird hoffentlich um seinen Wert wissen, weil auch er ist extrem wertvoll als Mensch. Perfekt. Nein, cool, danke. Also danke, wie gesagt, für deine Zeit, für deine Offenheit. Also das hat mich wirklich beeindruckt und begeistert. Super schön. Wir haben ja hier von dir so eine schöne Collage. Wir würden nämlich eine gerne versteigern für einen guten Zweck. Cool. Ja, der noch zu bestimmen ist. Deswegen würde ich dich da einfach mal bitten, abschließend noch zu unterschreiben. Ja. Das wäre super schön. Ja. Weil dann können dann nämlich unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen können das dann bei uns. Soll man das hinpacken am besten? Ersteigern. Wo kann man denn am besten? Hier so beim KC, hier so lang. Ja, mega. Da wird es doch den einen oder anderen geben, der sagt, das möchte ich haben. So, ich mache mal hier auch hier oben drauf, ne? Das sieht man nämlich gar nicht so, okay. Oder? Kann ja, ich? Sehr gut. So. Sehr schön, das ist die doppelte. Und das ist die für dich, also dass mega. Du dich auch das an, ist geil. Das freut mich. An uns erinnerst, an unseren Podcast, Weggekriegt im Schatten des Flutlichts, unser erster. Und das Ding läuft noch, ne? Ja. Weil Dann ist nämlich eins noch gut. Du hast vorhin gesagt, ob ich was anders machen würde. Ja. Du hast auch gesagt, Berater hin, Berater her. Also wenn ich eins anders machen würde, ich bin ja jetzt auch seit 6, 7 Jahren Klient bei Alpha Sports, wo wir uns gerade befinden hier bei dem herrlichen Podcast. Du arbeitest jetzt auch oder ihr arbeitet auch alle für Alpha Sports. Und als junger Spieler kann ich es eigentlich nur jedem empfehlen, sich Alpha Sports anzuschließen. Hier ist man gut aufgehoben, hier wird transparent gearbeitet, hier weiß man, worum es geht. Gerade was Verletzungen angeht, was die Betreuung angeht. Wir sind hier bei keiner Spielerberatungsagentur, aber es geht hier um Berufsgenossenschaft, um Versicherung, um Steuer, was sehr speziell ist bei Sportlern. Und da muss ich einfach mal sagen, ich war auch bei dem einen oder anderen Berater früher. Das hatte natürlich nicht die Größe, wie es heute hat. Aber ich sage es mal so, wenn Beratungsagenturen für sich den Anspruch haben, dass sie die Besten sein wollen, dann sollten sie mit Alpha Sports zusammenarbeiten und den Bereich abgeben, worum Alpha Sports sich 100% professionell engagiert. Das, vielen Dank. Und deswegen fühle ich mich wahnsinnig gut bei euch, bei dir. Ich freue mich total, bei euch allen hier heute sein zu können, sein zu dürfen. Danke für das tolle Bild, mega. Und wie gesagt, Alpha Sports, ich bin froh, dass es euch uns gibt und würde das den Spielern, den jungen Spielern und auch den Agenturen empfehlen, mit Alpha Sports zusammenzuarbeiten. Ja. Dankeschön, das sind echt tolle Worte von dir. Und ja, und wenn ihr da auch dann mehr Interesse habt, informiert euch gerne bei uns auf der Homepage oder bei Instagram, Facebook. Wir sind auch bei den sozialen Netzwerken immer gut vertreten. Da würde uns natürlich dann auch euer Feedback, euer Lob oder Kritik, egal, wir können mit beidem umgehen, würde uns auf jeden Fall interessieren, auch zu unserer Sendung. Wir werden auch in den nächsten Wochen, Monaten spannende Persönlichkeiten dann da haben, so wie heute den Michael, die dann auch über ihre Karriere erzählen werden. Und ihr werdet uns erreichen auf den üblichen Streaming-Plattformen, Spotify, Instagram sage ich schon, Apple, könnt ihr uns downloaden, könnt ihr uns hören, aber auch gerne bei YouTube könnt ihr uns angucken und könnt dann euer Feedback dalassen. Und wie gesagt, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst euch nicht in den Schatten stellen und genießt die Sonnenseite des Lebens. Bis dann. Ciao.